Eine Reporterin im Fernsehen hat gesagt, genau in diesem Augenblick steht das Flamengo-Trainingszentrum in Flammen. Das verfolgt mich bis heute. Wir waren sehr traurig, als uns bewusst wurde, dass wir unsere Freunde verloren hatten. Ich hörte erst davon, als ich bei der Arbeit ankam. Ich stieg in das erste Taxi ein, das ich finden konnte. Das war die längste Fahrt meines Lebens. Und die schlimmste Fahrt. Als ich dort ankam, sagte eine Frau, meine Güte, viele junge Leute sind gestorben, Jugendliche aus dem Nest. Ich fragte die Mutter Gottes, wieso hast du meinen Sohn sterben lassen? Wieso musste er sterben?